Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin ja direkt angesprochen worden von Rosemarie. Ich will nur sagen, wir klären das im Gespräch miteinander. Das, worum es geht, ist ein komplizierter Sachverhalt. Das Gesetz, das angesprochen wurde, löst sozusagen das Problem, das angesprochen wurde, aus unserer Sicht nicht so umstandslos. Deswegen haben wir den VVN Lichtenberg eingeladen zu einem Gespräch, um das Für und Wider von Anträgen und welchen Charakter diese Anträge haben sollten, zu besprechen. Wir klären das. Der Bernd hat die erfreulichen Umfrageergebnisse angesprochen, die wir in letzter Zeit haben. Ich bin da auch sehr froh drüber. Es zeigt, dass wir sehr gute Chancen haben, auch bei den Europawahlen ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen und dann ja, weit mehr als 10 Europaabgeordnete aus Deutschland nach Straßburg und Brüssel zu entsenden. Aber ich will auch gleichzeitig sagen, wir hatten 2009 mal eine ähnliche Situation. Da hatten wir auch super Umfrageergebnisse. Und dann haben wir 2 Jahre nur gebraucht, um von diesen Umfrageergebnissen fast die Hälfte wieder zu verspielen. Deswegen sage ich, es ist von ganz großer Bedeutung, dass wir wirklich geschlossen in diesen Wahlkampf ziehen, dass wir gemeinsam auf der Grundlage unseres Wahlprogrammes agieren und die Leute überzeugen, warum es wichtig ist, auch bei diesen EU-Wahlen zur Wahlurne zu gehen. Mir ist besonders wichtig, in dem Zusammenhang nochmal festzustellen, wir hatten Umfrageergebnisse auch bei InfraTest-DiMAP von 17% vor dem Europawahlparteitag. Und dann kurz vorher gab es die Debatte darum, ob wir möglicherweise eine EU-feindliche Präambel haben müssen. Batz, die nächste Umfrage waren wir bei 14%. Jetzt sind wir glücklicherweise wieder bei 17-18%. Was ich damit nur sagen will, wir müssen gucken, dass wir unsere gemeinsamen politischen Inhalte in diesem EU-Wahlkampf nach vorne stellen. Und dann, glaube ich, können wir auch diese Wahl ordentlich absolvieren und auch gewinnen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, und da bin ich sozusagen Klaus und allen, die sozusagen zum Leitantrag direkt gesprochen haben, sehr dankbar. Es ist in der Tat ein riesengroßes Problem, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, warum sie bei dieser EU-Wahl wählen gehen sollen. Es ist eine sehr abstrakte Veranstaltung und dieser Antrag bietet die Möglichkeit, die Anknüpfungspunkte in der Bundes-, in der Landes- und der Kommunalpolitik zu finden. Und das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können. Die anderen Parteien unterziehen sich dieser Mühe nicht. Und Klaus hat es gezeigt, der Senat von Berlin und diese Koalition in Berlin unterzieht sich dieser Mühe erst recht nicht, diese Zusammenhänge herzustellen. Wir haben jetzt gleichzeitig Halbzeitbilanz dieser Koalition in Berlin. Das ist eine unglaubliche Schlechtleistungsbilanz, wie man sich sie hätte gar nicht vorstellen können, als die angetreten sind. Martina hat es erzählt im Bereich der EU-Fördermittel. Da wird Geld verschwendet, es wird nicht abgerufen, insgesamt im dreistelligen Millionenbereich, wenn man die verschiedenen Ressorts zusammenzählt. Und gleichzeitig wird der Stadtgesellschaft zugemutet, dass hier weiter gespart werden muss und Altschulden getilgt werden müssen. Das ist ein politischer Skandal, der ist nicht hinnehmbar und den müssen wir im EU-Wahlkampf auch deutlich thematisieren, liebe Genossinnen und Genossen. Anderes Themenfeld, Flüchtlingspolitik und Arbeitnehmerfreizügigkeit. Elke hat gerade ausführlich dazu gesprochen. Zur Flüchtlingspolitik noch mal ganz besonders. Die Situation auf dem Oranienplatz ist unter anderem deswegen entstanden, weil es politische Sondergesetze gibt für Flüchtlinge. Die werden auf Bundesebene, auf EU-Ebene entschieden. Aber es gibt landespolitische Spielräume. Wir haben ins Landesparlament einen Antrag eingebracht, wenigstens die Residenzpflicht im Zusammenhang mit Brandenburg aufzulockern. Das ist abgelehnt worden. Das ist von der Koalition abgelehnt worden, die gleichzeitig sich bemüht, angeblich eine Lösung für den Oranienplatz zu finden, wo die Begründung der Besetzer des Oranienplatzes darin besteht, dort auszuharren, dass sie die Residenzpflicht abgeschafft werden wollen. Da wird nach dem St. Florians-Prinzip Politik gemacht, da gehen die hin und machen den Unsinn auf der EU-Ebene und auf der Bundesebene mit, verteidigen diesen Unsinn und erzählen dann den Flüchtlingen das Blaue vom Himmel runter auf der Landesebene und die Probleme werden nicht gelöst. Das dürfen wir Ihnen nicht zu durchgehen lassen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ein dritter Punkt, weil wir über Regionalpolitik und ja auch über Brandenburg reden. Wir haben ja auch noch Landtagswahlen in Brandenburg. Liebe Genossinnen und Genossen, das, was sich dort abspielt, Ralf hat es ja diplomatisch freundlich ausgedrückt, aber was sich da abspielt, dass wir die Situation haben, dass mittlerweile Industrie- und Handelskammer
und dass die Unternehmensverbände die Wirtschaftssenatorin von der CDU auffordern müssen, die erfolgreiche Clusterpolitik von Rot-Rot fortzusetzen, Wirtschaftsförderung wirklich zu betreiben, das ist ein unglaubliches Stück aus dem Tollhaus. Wir müssen dafür sorgen, dass der Senat auf der Berliner Ebene anfängt, Regionalstrukturpolitik mit dem Rot-Rot regierten Brandenburg zusammen zu organisieren, damit es überhaupt stattfindet. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen alles selber machen und das als Oppositionspartei. Wir stellen uns diese Aufgabe und wir werden dafür sorgen, dass dieser Senat nicht mehr lange im Amt bleibt. Der erste Etappenschritt ist die EU-Wahl und außerdem über das Volksentscheid Tempelhofer Feld reden wir ja hier noch. Vielen Dank.